In der Nacht des 2. Mai brannte es gleich an zwei Stellen im Hotel Miramar an der oberen Friedrichstraße. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden. Dass die Ursache der Feuer Brandstiftung sein könnte, wurde rasch noch in der Nacht vermutet und nach einigen Tagen auch von der Kriminalpolizei bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Flensburg bestätigte nun die Verhaftung eines dringend tatverdächtigen Mannes, einem Mitarbeiter des Hotel Miramar. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Es wird weiter ermittelt.